Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Hast du was nicht, ne? Hier werden überall Tools gebaut. Na du, du bist süß, ne? Hey, das ist auch neu, dass der jetzt... Sonst hat der vorher immer, fertig gebaut. Einfach fertig und fertig. Das ist neu. Oh. Hi. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Okay. Sehen uns unten. Viel Glück. Okay, ciao. Aber hier, der Plan von Wheatley ist, glaube ich, das eine der wenigen Sachen, wo der mal ein bisschen Grips hatte. Ja, das wollte ich schon einfach noch... Oh, hallo. Zum Glück ist der deaktiviert. Das hätte übel werden können. Vor allem, weil man den auch so nicht sieht. Ja, ich bin autorisiert. Ich habe mir selbst die Autorisierung gegeben. Tippen. Oh. Hey. Hui. Wo ist denn die Tasse hin? Tasse? Egal. Die Monitore sind neu. Die gehören nicht zu den Gerätschaften, würde ich schätzen. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Hm. Okay, holen wir mal die Bänder. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Kein Bock. Da. Außerdem, ich spiele doch hier nicht. Das ist. Vielleicht haben die das gefixt. Na? Ich denke anders. Okay. Thank you. Nee, haben sie immer noch nicht. Hui. Werde böse. Don't make lemonade. Keine Limonade. Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to men. He was cast into the bowels of the earth and kept by brutes. Mann, jetzt fertig zu schnell gelaufen bin, hat man den. Ach du. Ist unter uns. Okay. Her name is Carolyn. Ah. Jetzt weiß ich, was die mit unter uns meint. Werde ich machen. Ich lass dich hier stehen, weil du nett bist. Doch, bist du. Mann, hier wird so viel gesprochen, da kann ich ja selber kaum noch kommentieren. Ja. Das ist doch lächerlich, ne? Hi. 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 Ach. Die defekten Türme sind auch schon schön. Aber wie sich manchmal hier die Gespräche auch überschlagen, das ist doof. Das ist scheiße eigentlich, anders gesagt. Vorlage. Antwort. Ja. Vorlage. Antwort. Hey. Vorlage. Antwort. Hallo.
Du musst Hallo sagen. Nein, du nicht. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Die ganzen kommen durch, Vorlage. Die Defekten nicht. Antwort. Hey. Vorlage. Hallo. Antwort. Vorlage. Hallo. Antwort. Hallo. Ah, hi. Vorlage. Hallo. Antwort. Oh, klasse. Hast es geschafft. Ich bin nicht kaputt. Nein. Vorlage. Mir nach, das wird dir gefallen. Ja, glaube ich auch. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Vorlage. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Okay. Das fertig, gehackt. Antwort. Ach so, okay, das nennt man modernes Hacken. Vorlage. Hey, Mann. Okay, das sollte genügen. Eine Vorlage hat Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Oh. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Nee. Ich auch nicht. Vorlage. Antwort. Denkst du noch nach oder was ist los? Ja, ich denk noch nach. Antwort. Denken. Ich trinke jetzt erstmal eine Tasse. Guck, aua. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. In aller Stille. Ja, bitte, ich will jetzt auch mal was sagen. Also ich finde es aber irgendwie eigentlich dämlich, dass eine Maschine... Also, wir haben ja eben die Produktion... Oh, warte, ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Antwort. War klar. Weil Maschinen machen ja für gewöhnlich... Hey, warte mal, wo gehst du hin? Ich mach das. Ja, ich hab eine Idee. Ich hab immer Idee. Vorlage. Antwort. Ja, ja. Es ist eigentlich dämlich, dass warum irgendwelche Türme defekt gebaut wurden. Vorlage. Und vor allem so viele. Ich bin ja immer noch hier und zerbreche mir den Kopf. Bitte. Ja. Ja, ist klar, dass du nicht siehst. Hallo. Antwort. Du bist ja so dem. Vorlage. Antwort. Doch, kann man. Vorlage. Antwort. Was hast du da? Das nennt man Turret. Defekter Turret. Vor allem, warum ist der blind? Ah, wahrscheinlich fällt ihm da drin irgendwie der Laser. Vorlage. Jawohl. Und. Tada. Was machst du? Oh, perfekt. Das ist perfekt. Hey, defekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Ach, gute Frage, weil du böse bist. Okay, der Meisterhändler fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Antwort. Okay. Die Tür im Auge. Ah ja. Das hier ist ganz schön kompliziert. Antwort. Ja, ich bin böse. Glaube ich dir. Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Paar Minuten. Wieso? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Tür ist offen. Okay, so machen wir das. Okay, schön. Ja. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ui, ich will hier rein. Ich will auch was lernen. Okay, ich gehe da rein. Ah, da. So, ich bin jetzt ein Schüler. Ich setze mich hier hin. Passiert da was? Nee. Ach, Scheißding. Oh, ah. Das nennt man hier also 3D-Beamer. Interessant. 3D. Vor allem alles hier ist aus. Oh, ach, man sollte hier sogar durch. Tochtertag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen.
Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Lol. Hey, das ist ja mal... Yes, das kann man gar nicht lesen. Schlecht. Voll die Krakelschrift. Vor allem hier ist alles am Verfaulen. Backpulvervulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Ah, ja, okay. Hm, ja. Das finde ich originell. Das finde ich toll. Das will ich auch haben. Ich will das auch haben. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Frage des Tages, warum ist diese eine Kartoffel so dermaßen in die Höhe gesprossen? Und die andere nicht. Vielleicht hat sie reingetropft. Und vor allem, das sieht so dermaßen übermächtig aus. Heftig, heftig. Vor allem, das sollte die mal, Drucker. Ich kopiere mal was. Mem, 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 mem. So, jetzt habe ich irgendwas kopiert. Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, das klingt richtig. So, was könnte ich denn noch quatschen? Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja, genau, hier. Okay, hier lang. Mann, sobald der Weedly da ist, kann man gar nicht mehr so viel quatschen. Aber ich weiß auch gar nicht. Hallo, Tür auf. Ach nee, genau, Ladezeit. Verzeiht mir. Ich wusste doch, ich wusste ganz tief im Herzen, dass es eine Ladezeit ist. Ganz tief. Das ist eigentlich immer so ein Anzeichen. Zwei Türen hintereinander. Das ist logisch betrachtet vollkommen schwach. Kann ich auch zurück? Nö, zurück kann ich nicht. Vor allem, Gladys könnte ja uns einfach irgendwo einsperren und verhungern lassen. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Okay, ich meine, wie groß... Schöne Musik. Passt. Ich sag jetzt nicht noch eine Ladezeit. Oh. Vielleicht so schleusenartig, falls da was defekt ist. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Hurra! Doch. Doch! Ciao! Blopp. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Halt's Maul! Besinnliche Stille also. Rätselhafte Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort mehr. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, wenn dir was einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar ab jetzt. Schweigen. Danke. Jedenfalls, warum kriegt er wohl die Tür nicht auf? Vielleicht, weil er dumm ist? Nee. Glaube ich nicht. Ich meine, man könnte ja diese Taste drücken.